Vor knapp 25 Jahren begann in der schweizerischen Stadt Laufen eine Geschichte, welche die Welt der Kunst und diejenige des Fußballs auf einzigartige und spektakuläre Art verbindet. Es ist die Geschichte des Künstlers David Pflugi, der alle vier Jahre zum Finalspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft vielschichtige Skulpturen kreiert, die von allen jeweiligen Finalisten unterzeichnet werden. Es ist ein schier unglaubliches Unternehmen mit unverwechselbarer Strahlkraft. Die Vision dazu kam schon in Davids Jugend zustande. Ich war natürlich selber auch Fußballer. Das war mal der erste Bezug überhaupt zu einer WM zu haben als kleiner Junge. Man träumt ja, man wird vielleicht mal Fußballer. Und das war für mich immer jede WM. Ich mag mich erinnern, die erste, wo ich richtig gut in Erinnerung hatte, war 1978. Da bin ich so beeindruckt gewesen von den Argentiniern, das Stadion, alles nur farbige Fetzen und das ganze, der ganze Fußballplatz war weiß und ich als kleiner Junge hatte zuerst einmal riesengroße Augen und sagte, was passiert da, das ist ja unglaublich. Und da war das erste Mal die Faszination von der Weltmeisterschaft. Ich bin mal Trainer gewesen, Laufen und er hat auch mal sich versucht als Fußballer. Aber mir persönlich hat es beeindruckt, was er hier schafft und was er hier seit Jahrzehnten macht, wenn er sich die Finalspiele oder den Finalort künstlerisch gestaltet. Das ist einfach sehr, sehr grossartig. Da muss ich ihm Dave sagen, Chapeau. David Pflugi arbeitete als Steinbildhauer und hatte den Wunsch, sein Talent als Künstler zu nutzen. Nach einem Unfall auf einem Fußballplatz nutzte er die Rekonvaleszenzzeit, mit seiner Idee an die FIFA heranzutreten, um damit seinen Traum zu verwirklichen. Es war im Jahr 98, Frühling, vor der WM 98 in Frankreich, bin ich kontaktiert worden vom Dave, den ich nicht kannte. Er hat mir erklärt, er hatte einen Kontakt mit dem Schweizerischen Fußballverband. Aber es war Hans-Rudi Hasler, der seinerzeit technischer Direktor war im SFV. Und er hat ihm Probleme. Tagtäglich habe ich geschildert, er möchte ein Bild lavisieren anlässlich der Fußball-WM 98 in Frankreich von den beiden Finalisten. Ich habe das hervorragend gefunden, die Idee. Und habe gesagt, ja, wenn es möglich ist, dann machen wir das. Dann liegt es eigentlich nur noch an uns, an mir, die richtigen Personen zu kontaktieren und dann das schmackhaft zu machen, dass es weniger eine Stunde dauert, das Ganze einzurichten und zu lazivisieren und wieder abzuräumen, dass ich auf jeden Fall nicht mehr Zeit brauche, um das Ganze zu organisieren. Als ich ihn überzeugen konnte, zuerst vom Werk, wo er das Werk gesehen hat, aber eigentlich auch von der Idee, dass wir da wirklich zwischen Halbfinale und Finale versuchen, zum ersten Mal diese Teams eigentlich zusammenzukriegen, um auf einem Werk zu signieren. Das war wie ein weit entfernter Stern, um so etwas zu erreichen. Und es war eigentlich wirklich nur möglich durch Walter Gack, durch seine Beziehung in der FIFA, hat er eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Es war auch so, ich mag mich erinnern, beim ersten Mal, wo ich dann bei der FIFA war, wo ich Walter Gack getroffen habe, habe ich ihm erklärt, was ich machen möchte. Er war begeistert vom Werk und hat gesagt, das probieren wir, das ist eine gute Idee. Schau einmal, was man da machen kann. Die Mannschaften sind natürlich vielleicht nicht begeistert am Vortag von einem Finale. Das Bild zu visieren. Aber du musst mit dem, du
weißt ja, wie vorgehen. Mit dem Coach musst du da natürlich klarkommen. Je nachdem, wer das ist, wird es klappen. Es gibt aber auch Coaches, die sagen, nein, kommt doch nicht in Frage. Die Vorabung vom Finalspiel. Im Prinzip hast du eigentlich einen Spieler nicht mehr als das. Das abgelenkt sein, dass irgendwie noch dort schnell ein Liebli unterschreiben oder dort noch schnell an ein Interview gehen. Weil im Kern ist ja das für den Spieler eine einmalige Chance. Also auch für das Team selber, auch für mich. Ich habe gewisse Erlebnisse hinter mir, wo ich nach dem Final dann völlig den Boden verloren habe, im Sinn von, dass ich einfach gesagt habe, jetzt einfach nichts mehr anders als nur noch mich selber. Und so wird es natürlich auch den Spielern gehen. Und jetzt kommen wir da und sagen, da müssen wir aufgrund von Anweisung von der FIFA da noch an einen Ort schnell gehen und da etwas unterschreiben. Dass da nicht alle große Freude beweisen, das ist fast normal. Dank den Beziehungen von Walter Gack zu den Teams und den Teamcoaches kam 1998 das erste Signieren eines Werkes in Paris zustande. Das war der Anfang von Victory Works und der wunderbaren Geschichte dieser erstaunlichen Kunstreihe. Selber habe ich mich vielleicht noch nicht mal als Künstler gefühlt. Ich habe das Werk gemalt, ich habe einen wunderschönen Rahmen gemacht, Gold, Silber, Aufwand. Dann bin ich mit einem Bus, mit einem alten Bus sind wir, also man muss dann ja auch ein bisschen Glück haben, wie finden wir da zurecht in Paris, im richtigen Moment, richtiger Ort. Finanziell ohne Budget praktisch, und ich hatte da Glück, dass da meine Mutter die hat Volleyball gespielt, und eine, die im Club bei ihr war, das war eigentlich die Frau vom Botschafter in Paris, und so konnten wir eigentlich diesen Kontakt nutzen, und da war ich ein bisschen unterstützt vor Ort in Paris. Et il y a un petit détail, quand j'ai vu ma signature en fait et que j'ai revu l'œuvre, je me suis rappelé que c'était en fin de journée et qu'on est et la veille de ou l'avant-veille, parce que je crois l'avant-veille de la finale de la Coupe du monde, où je me suis aperçu que j'avais signé ça et que je me rappelais du moment où on l'a fait. Je savais pas que c'était pour l'histoire, c'est magique. Ja, in der heutigen Zeit würde ich jetzt sagen, vielmal sagt man nicht machbar, aber ich muss ja immer noch machbar machen. Man hat natürlich viele Erfahrungen, aber 98 war das natürlich auch für Walter Gack. Ich meine, in diesem Moment auch zu diesen zwei Teams zu kommen, das war nur auf der höchsten Ebene mit seinen Beziehungen möglich. Er hatte gute Verbindungen immer zu den Teammanagers, zum Direktor von der Nationalmannschaft. Und so war es für mich auch bis zum letzten Moment, war es immer sehr ungewiss, ob wir das überhaupt hinkriegen. Darf einmal sicher der Unterstützung und der Zustimmung der beiden Coaches, der beiden Teams. Im 98 war es also Brasilien und auch Frankreich. Ich hatte das Privileg, die beiden Nationalcoaches persönlich zu kennen. Sowohl für Brasilien der Carlos Alberto Parreira, wie aber auch für die Franzosen der Aimé Jacquet. Beides mir sehr gut bekannte. Und wir konnten das dann im Vorfeld mit diesen Herren besprechen, auch mit einzelnen anderen Personen der Delegationen von Frankreich und von Brasilien. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir das Okay kriegten. En fait, ce que vous vous dites, c'est j'espère que ce que je viens de signer, ce sera la signature du vainqueur et pas celui du vaincu. Et c'est important pour nous, et se dire voilà, ce sera pour l'histoire. Parce qu'on sait que les deux équipes ont signé, puisqu'on a vu que les Brésiliens ont signé avant nous. Ils ont signé quelques heures avant nous, et nous on signe après. Et on se dit, il faudrait que nous on soit les vainqueurs. Et donc on espère, on fait une prière en même temps, en se disant pourvu qu'on gagne, et ce tableau restera pour l'histoire. Befeuert vom ersten Erfolg schuf David Pflugi bereits zwei Jahre später sein nächstes Weltmeisterschaftswerk. Dieses war bereits viel komplexer in seiner Anordnung. Ganze 20 Monate arbeitete David an der Realisierung. Die Reise nach Yokohama stellte ihn dann vor neue Herausforderungen. Er musste mit dem Werk um den halben Globus chatten, und Japan war eine andere Kultur.
wenn man sich jetzt vorstellt, dann habe ich ein Werk gemacht, so komplex, dass es ein Relief, das wurde zum ersten Mal, habe ich das im Fusionismus gemacht, ein komplexes Relief, links und rechts verschiedene Bilder. Von vorne gibt es ab 10 Meter ein Bild, aber als 30 Meter gibt es eigentlich ein Porträt vom damaligen FIFA-Präsident Sepp Blatter. Dann habe ich 20 Monate nur an diesem Werk gearbeitet. Ich habe meine Arbeitsstunden reduziert, dass ich das machen konnte. Und ich habe mich dann vor der WM bei Walter Gack gemeldet und gesagt, ich habe wieder ein Werk gemacht. Können wir es wieder versuchen? Er hat mir in Paris dazu mal gesagt, melde dich, vielleicht ist es wieder möglich. Nur mit diesem vielleicht habe ich 20 Monate dann an diesem Werk gearbeitet. Nur schon der ganze Transport dahin, das war schon. Mir war nicht sicher, kommt diese Kiste da im Hotel an, wie machen wir das? Das war auch wieder eine riesen Übung da und auch mit den Teams vor Ort war das auch sehr speziell. Aber ich glaube, all diese Erfahrungen, auch die ich in Yokohama gesammelt habe, die haben mir auch für die WM in Deutschland sehr viel geholfen. Die WM in Deutschland verlangte organisatorisch alles von den Protagonisten. Walter Gack sagte seine Hilfe erst zu, als David Flugis Samtkunstwerk bereits in Berlin angekommen war. Ein Husarenstück. Ich hatte eine Ausstellung beim Brandenburger Tor, wo ich mehrere Werke zeigen konnte, hatte da auch das WM-Werk aufgehängt. Und ich mag mich erinnern, ich konnte dann eigentlich Walter in einem guten Moment, war er im Hotel Adlon in der Nähe, und ich konnte ihn eigentlich reinlotsen, schnell in die Ausstellung. Und erst da hat er mir dann zugesagt, lass uns das versuchen. Wenn ich nicht vor Ort einfach nicht hingegangen wäre, hätte ich nie eine Chance gehabt. Ich wusste, ich muss wieder am richtigen Ort, im richtigen Moment sein. Als er das Bild gesehen hat, hat er gesagt, wir haben da auch mal ein bisschen Videomaterial, wie er sagt, okay, lass uns das versuchen, lass uns das machen. Und dann war in Deutschland, war immer noch ein Hitchcock, es war immer noch von diesem Moment an immer noch schwierig. Das WM-Finale in Südafrika sprengte die damaligen Kosten und Möglichkeiten von David. Deshalb entschied er sich für einen Plan B. Er reiste nach der Weltmeisterschaft zu den Spielern aus dem Final. David und seine Helfer fuhren in einem Bus quer durch Europa und besuchten die Finalisten von Spanien und Holland an ihren Aufenthaltsorten. Es war natürlich so, dass es viele Reisen waren. Es war nicht nur eine Reise nach Spanien. Es waren mehrere Reisen. Es war eine Reise nach Nio, da hatten wir einen Spieler bei der UEFA. Es waren Reisen mehrere nach Amsterdam. Ich mag mich an den letzten Spieler erinnern, der hat dazu mal in Moskau gespielt. Und er war nur über Weihnachten war er eigentlich zurückgekommen nach Holland. Und wir sind nur wegen diesem Spieler alleine wieder mit der ganzen Skulptur, wieder nur für diesen Spieler eigentlich, nach Amsterdam gereist und konnten ihn da auch überzeugen, aber auch mit der Hilfe der Leute vom Verband. Und das war schon extrem auch emotional und für mich auch sehr schön. Man hat da zum Teil auch die Spiele gespürt. Ich mag mich erinnern, ein Spieler bei den Holländern, der war richtig, hat sich wieder erinnert an den Finale und gesagt, shit, wir hätten das und das besser machen sollen und hat sich eigentlich geärgert, dass sie im Finale verloren haben. Für mich waren es viele Emotionen, lange Reisen, viele Reisen und sehr interessante Gespräche auch mit den Spielern. Wenn man vergleicht natürlich 98 mit Frankreich-Brasilien, 2-0-2 mit Brasilien erneut und Deutschland, 2-0-6 wiederum Frankreich zusammen mit Italien, 2-0-10 dann in Südafrika mit Spanien und Holland. So kann man schon sagen, natürlich jederzeit etwas Neues ist. Es sind andere Teams. Es sind nicht unbedingt jene Teams, die uns problemlos gegenüberstehen.
Aber wir konnten es mit viel Überzeugungsarbeit und dann mit der Kenntnis und mit dem Bekanntheitsgrad, der vorlag zwischen den einzelnen Nationalcoaches. Und meinerseits konnte man das dann jeweils recht gut und erfolgreich durchbringen. In Brasilien beschritt David Pflugi einen völlig neuen Weg. Brasilien ist natürlich eine sehr interessante Destination, auch wenn man nur die Geschichte vom Fußball kennt. Ich habe mir da natürlich vorgestellt, überall wird Fußball gespielt, es ist schön warm, Brasilien, einfach die Landschaft, das Meer. Und das eigentlich zu spüren, und da ist das Turnier, da ist die WM. Und das war eigentlich schon wie ein kleiner Traum zu sagen, es wäre wunderschön, wenn ich das da vor Ort machen könnte. So entstand der Plan, das Werk in Brasilien vor Ort herzustellen. David reiste ein Jahr vor Spielbeginn in das Land und begann dort an seiner Skulptur zu arbeiten. Es war auch so, dass ich in der Schweiz ein Modell kreierte, mehrere Modelle, um etwas ganz Spezielles zu machen im Fusionismus. Das heißt, praktisch drei Perspektiven, ein Werk oder eine Skulptur komplett mutieren zu lassen, von Ball, ein Baby und am Schluss der Christus, dass das eine Skulptur umfasst, in einer Skulptur alles ist. Und als ich das auch möglich sah im Modell, konnte ich das organisieren in Brasilien. Und ich habe dann in Brasilien einfach gewusst, es wird kompliziert, ich kann da nicht viel Zeug mitnehmen. Ich muss eigentlich, das Grundmaterial war damals auch Styropor, ich musste alles vor Ort organisieren. Ich habe einfach ein Budget bekommen von meinem Sammler und so sind wir dann nach Brasilien gereist, aber eigentlich auch in eine unsichere Situation. Trotz dem einjährigen Aufenthalt im Land blieb das Signieren der Werke eine heikle Punktlandung. David Pflugi reiste mit der ganzen Entourage quer durch den halben Kontinent. Ja, er hat dort in einer so einer Halle ist das Werk aufgestellt gewesen. Und ich kann mich erinnern, die Spieler, das sind also die Argentinier da gewesen, die dort Abschlusstraining hatten. Die sind direkt vom Spielfeld, also vom Trainingsfeld, wo sie Abschlusstraining hatten, direkt in die Halle hineingekommen. Nachdem sie geduscht haben und bevor sie in den Bus eingestiegen sind, sind sie vorbeigekommen und haben dort visiert. Wir hatten da natürlich in Rio ein paar Hürden zu nehmen. Es war auch, ich glaube, die hatten da ein Nachtfahrverbot für Lastwagen und so. Es waren da sehr viele Details, wo man klären musste. Aber schlussendlich war dann natürlich wichtig, wieder im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und da konnte ich natürlich wieder auf die Unterstützung von Walter Gack zählen. Und wir konnten da im alten Vasco da Gama Stadion eigentlich die Skulptur aufbauen. Wir haben sie nicht ganz aufgebaut, nur die Hälfte davon. Und war da auch natürlich schwierig, dass man da überhaupt den Zugang bekommen hat. Mit den Spielern hat man nie Probleme gehabt. Die
Spieler, die sind immer happy gsi. Sind im Finale, wir haben nur noch zwei, drei Sachen da zu erledigen, visieren, kein Problem. Trainer und die verantwortlichen Betreuer vom Team, die sind viel schwieriger gsi zu handeln. Und das ist nicht immer einfach gsi, auch dort in Brasilien nicht. Gemessen an den Anforderungen in Brasilien schien die WM in Russland einfach. Trotzdem wurde David Plugi mit der neuen Situation konfrontiert, dass Walter Gack nicht mehr bei der FIFA arbeitete. Die WM in Russland, das war, sagen wir, ich glaube auf eine Art noch einfach, aber trotzdem auch schwierig, weil man muss sich vorstellen, Walter Gack war pensioniert, er war nicht mehr bei der FIFA, er hat natürlich immer noch seine Beziehung gehabt, aber vorher war er trotzdem sehr hoher FIFA-Funktionär und in diesem Moment eigentlich nicht mehr. Das war wirklich die erste WM, wo wir ohne Unterstützung von der FIFA oder von ja, Walter war damals da, er hat das alles persönlich gemacht, eigentlich nicht mit der FIFA, aber doch abgesegnet vielleicht vom Präsidenten. Und so mussten wir, waren wir auf uns alleine gestellt. Écoutez, ça marque l'histoire, puisque forcément, quand on les a signés, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais quand c'est relié forcément à un succès national par rapport au peuple, nous, la France, ou quand c'était l'Allemagne ou l'Espagne, voilà, c'est un événement sportif mondial le plus important, c'est une Coupe du Monde. Donc, lier l'œuvre, le moment, évidemment, à une victoire après, ça prend une valeur encore plus importante. Bei den Franzosen konnte ich dort direkt an den Manager, den Brochereau, hat er geheissen, gelangen über Gérard Houllier. Gérard Houllier, ein Freund von mir, und er hatte Kontakte mit dem Coach, mit dem Didier Deschamps und mit dem Brochereau. Und ich konnte die direkt kontaktieren. Das hat problemlos geklappt. Bei den Kroaten, die habe ich kennt. Kroatien, die Mannschaft über Freddy Fiorentini, Mitglied von unserer Organisation, europäischer Fußballtrainer. Die sind in einem Hotel innerhalb von Moskau. Das war eigentlich kein Problem. Das hat problemlos geklappt. Dave. Ja, wir hoffen es. Glück und Unglück stehen auch bei David Plugi nahe beieinander. In der Nacht auf den 10. Juli 2020 erhielt David einen Telefonanruf von einem Freund, der ihm entsetzt mitteilte, dass das Areal, auf dem sich Davids Atelier befand, in hellen Flammen stand. Dann bin ich hierher gekommen, da war natürlich wirklich riesen Rauch, Feuer, war schon sehr groß. Ich bin ins Atelier reingesprungen, es ist sehr groß, über 3.000-4.000 Quadratmeter. In der letzten Ecke, wo eigentlich alle meine Werke drin sind, das große Werk von Brasilien, 8 Meter groß, alle fertigen Werke, ist auf einer riesen Fläche von 1.000 Quadratmeter.
die fertigen Werke. Ich habe hinten zum Fenster rausgeschaut und da war nur eine dünne Wand. Man muss sich vorstellen, ein bisschen Aluminium, dann so ein weiches Material und wieder ein bisschen Aluminium. Und hinten dran war nur noch Feuermeer und ich habe da 50 Meter hohe Flammen gesehen. Da wusste ich, ich muss nur noch so viel wie möglich retten. Ich habe eigentlich wirklich weinend rausgetragen und wenn ich nicht mehr die Kraft dazu hatte, habe ich einfach ein kleineres Werk genommen. Ich habe große Werke genommen, 4 Meter große. Ich wusste einfach, to be or not to be. Alles, was ich irgendwie retten konnte, habe ich versucht. Aber es hat natürlich nicht für alles gereicht. Es sind etwa 50 Werke sind zerstört worden, 100 konnte ich etwa aus diesem Raum retten. Aber das größte Werk, das ist mir verbrannt. Das ist eigentlich sehr emotional, das ist das Werk von Brasilien. Man muss sich vorstellen, WM-Final, 8 Meter große Skulptur, Lionel Messi, Deutschland, alle haben unterzeichnet und das geht einfach in Flammen auf. Ja, ich stehe jetzt hier und gebe das Interview. Wenn ich hier nach oben schaue, dann ist es genau so, da ist die Decke runtergekommen, als ich das letzte Werk von da drüben, hier rüber, durch wirklich getragen habe, gerannt bin, ist die ganze Decke runtergekommen. Und jemand, ich habe es nicht mal mehr mitbekommen. Ich war so in einem Adrenalinschub, um mein Lebenswerk sozusagen zu retten. Das war für mich das Wichtigste, so viele Sachen wie möglich zu retten. Hinter mir kam die komplette Decke runter und man musste mich praktisch eigentlich stoppen, dass ich da nicht immer wieder reingehe. Vieles ging verloren und verbrannte. Aber was als großes Unglück daherkam, war zugleich der Impuls für einen neuen Anfang. Ich habe die Asche da gesehen am nächsten Tag, es war alles noch Rauch. Und ich wusste in diesem Moment noch nicht, es hat glaube ich 2-3 Tage gebraucht. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt erst recht, aus dieser Asche möchte ich jetzt Gold machen. Also Gold, ich möchte ein neues Kunstwerk kreieren. Und ich möchte auch das Baby wieder neu machen. Das Baby ist die große Skulptur von Brasilien. Und darum habe ich dann die ganze Verarbeitung, das war 10. Juli 2020, am 31. Oktober haben wir eine große Beerdigung von diesem Kunstwerk gemacht. Aber es war mehr der Ausdruck auch, weil da waren 180 andere Firmen, die haben alles verloren. Ich habe auch viel verloren, aber ich hatte trotzdem noch Glück. So haben wir für diese Verarbeitung, haben wir eigentlich dieses Kunstwerk sozusagen beerdigt in einer neuen Skulptur. Und die neue Skulptur beinhaltet wirklich die Asche. Es ist ein Sarg, ein Kindersarg, ein weißer. Man macht ein paar Schritte, dann hat man das Flammenmeer. Man macht ein paar Schritte weiter, dann hat man die Phönix. Und am Schluss hat man einen grünen Blumengarten. Für wieder die Hoffnung und es wächst neu. Und das ist für mich die Verarbeitung gewesen. Und das war am 31. Oktober. Das war nicht lange Zeit. Von Brand bis zur Skulptur, um alles zu verarbeiten. Und jetzt stehe ich hier und für mich ist es natürlich auch wichtig, jetzt in großen Schritten vorwärts zu gehen und das hinter mir zu lassen. Aber es ist eine Narbe, die bleibt immer und es ist vielleicht eine Erfahrung, wo ich auch im Leben machen musste, ich weiß es nicht. So ist der Phönix zum neuen Leben erwacht und er trug zu diesem Zeitpunkt bereits die Vision für das Finalspiel in Katar im Herzen. Stärker und schöner denn je. Ja, es war so, dass ich natürlich eine spezielle Skulptur, oder vielleicht 2-3 Skulpturen kreieren möchte, aber es gibt immer eine Hauptskulptur, die am größten ist und am speziellsten. Ich habe da mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich kenne ja die Geschichte von der Fußball-WM. Katar hat vielleicht nicht so eine große Fußballgeschichte. Darum habe ich auch ein spezielles Werk gemacht, wo eigentlich sehr viel mehr Themen aufgreift. Ich habe sehr stark mit verschiedenen Perspektiven gearbeitet. Ich habe wirklich zuallererst aus einer Perspektive, habe ich wirklich den perfekten Ball, eine Kugel, auf dem grünen Fußballfeld. Ich habe das geformt, diese Perspektive. Ich habe den Falken genommen, das ist das Jagen, das ist in Katar ein wichtiges Symbol. Wenn man weitergeht, gibt es ein altes Boot, wo sie früher in der Geschichte, sie sind eigentlich eine Halbinsel, sie sind sehr viel auf dem Meer und diese alten Boote sind sehr bekannt, sind auch in einem alten Wappen integriert, habe ich eine Perspektive mit diesem Boot gemacht.
Die nächste gab eine Flamme und die nächste Perspektive ist dann eine wunderschöne Rose. Die da mitten in der Wüste sozusagen, habe ich die gesehen, in rot und grünen Blättern. Weil das ist wichtig in so einem Land, sind die Palmen und das Grün, ist wie eine Oase, ist immer wichtig, darum habe ich die Blume genommen. Aber wenn wir dann langsam die WM-Geschichte nehmen, kommen wir auf einmal zum goldigen WM-Pokal. Und das ist nur mit einem Rundgang um die Skulptur, kann man das eigentlich erleben. Jetzt kam aber eigentlich so, dass mir auf einmal die Möglichkeit bestand, also ich habe gemerkt, ich habe Zeitdruck, jetzt dieses Werk schnell in der Schweiz noch zu malen, um es dann nach Katar zu bringen, hatte ich langsam Druck. Dann kam auf einmal die Anfrage von der Schweizer Botschaft und die haben von diesem Projekt gehört. Und da kam mir auf einmal die Idee und gesagt, warum soll ich jetzt hier in der Schweiz das Werk machen? Das Werk ist geformt, es ist schon da. Diese Idee war der Grund, dass die Skulpturen reisefertig verpackt worden sind und David Pflugi mit seinem Team noch vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Doha ein Atelier bezog und die WM-Werke vor Ort bemalte. In Anwesenheit des schweizerischen Botschafters und vieler Prominenten wurde dann die Skulptur Urge to Win enthüllt und sorgte sofort für Begeisterung bei den Betrachtern. Als die Finalisten der Weltmeisterschaft feststanden, hat das Team von David Pflugi die beiden Mannschaften kontaktiert. Sowohl die französische Nationalmannschaft wie die Spieler von Argentinien haben die Werke in Doha signiert. Bei der Fülle von Geschichten und Ideen stellt sich wie automatisch die Frage, woher die Inspiration des Künstlers kommt und ob die Bedeutung der Werke auch wahrgenommen wird. Am Anfang war der Prozess eher fokussiert auf eine WM. Dann hat es die zweite WM gegeben, die dritte. Allein die Titel der Werke haben mir geholfen. Ich mag mich erinnern, in Brasilien hatte ich die Namen. Die Titel der Werke waren mir 2014, wo ich im kreativen Prozess war, kamen mir beide Titel schon in den Sinn. The Key to Success in Russland und The Urge to Win in Katar. Das hat einfach in meine ganze Geschichte
ist das einfach eine Abfolge, die passt. Dasselbe passiert mit den Bildern. Das ist etwas, was ich natürlich heute, die über 24 Jahre ist die Geschichte schon alt, und so kann ich natürlich alle Themen, ich sage, klar, wir wollen Kinder helfen, wir wollen da etwas so machen. So sind gewisse Themen, sind da aufgegriffen worden, wo dann langsam in die Werke eingeflossen sind, und das ist wie eine Kette, die sich jetzt langsam durchzieht, und das ist für mich eigentlich recht einfach, die Sujets oder die Themen zu finden, weil ich es kommen immer mehr Erfahrungen dazu, und damit ist für mich auch heute viel einfacher als früher. Ben maintenant, après coup, quand on a 23 ans après, quand on a gagné la Coupe du Monde et qu'on voit cette œuvre revenir à la surface, et puis qu'on voit tout ce qui s'est passé après, puisque c'est le début de cet art que David met en phase et montre au monde, oui, on se dit que c'est important. On a signé quelque chose d'important. Alors chacun a sa valeur. Bien sûr qu'un Zidane qui signe, c'est plus important qu'un Leboeuf. Mais sincèrement, encore une fois, j'ai l'impression de faire partie de l'histoire avec cette œuvre-là. Et pour l'éternité. Hinter David Pflugis Gesamtwerk steht ein zusätzliches Begehen, und das Ziel der Arbeit führt zu den Kindern Afrikas. Es ist so, dass ich über mehrere Jahre war mir ja bewusst, was ich machen möchte. Es ist mir dieses Jahr gelungen, eine eigene Stiftung, zur David Pflugis Stiftung, zu gründen, wo wir dann auch verschiedene Projekte den Kindern helfen können. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass ich Kreativität, Event, Kunst in eine Nachhaltigkeit verwandeln kann. Eine Nachhaltigkeit heißt für mich, Resultate zu erzielen. Für mich ist das, die Gründung der Stiftung ist ein großer Schritt, bin ich meinem Ziel jetzt näher gekommen, wo das eigentlich zusammengefügt wird. Und warum ich das mache, man dann auch zum ersten Mal richtig spürt, wenn wir große Projekte unterstützen können für Kinder, die in die Schule gehen. Wenn es um das geht, also dass man irgendwie einen Profit daraus schlagen kann, nach einer Vernissage, ein Verkauf von diesen Werken, und wenn das zu gut kommt für die Armut der Kinder in Afrika, dann können sie auf meine Mithilfe für alle Zeiten können sie einfach zählen und rechnen. Ich habe auch den Wunsch, dass ich vielleicht mal in Afrika oder in verschiedenen Orten, vielleicht mit 300 oder 500 Kindern gleichzeitig, dass wir ein großes Gemälde malen auf dem Boden, und ich sehe alles nur glückliche Kinder, und sie können kreativ sein und können Kind sein, und wir hätten sie nie die Chance normalerweise dazu. Das würde mich sehr glücklich machen, wenn ich das bald erreichen könnte. David Pflugi hat eine eigene Definition von Kunst und schuf eine eigene Kunstrichtung, die er Fusionismus nennt. Für mich ist Kunst Neugier. Bei mir ist sie nur aus Neugier bestanden. Als Junger habe ich, mag mich erinnern, die ersten Bilder, wo ich von Escher gesehen habe. Das Unlogische, der Fluss, der immer rauf oder runter oder die Treppe, das hat mich neugierig gemacht als Junger. Ganz junger Bildhauer dazu mal oder Steinhauer, bin ich weitergegangen zu verschiedenen anderen Künstlern, die mich inspiriert haben. Da war der Salvatore Dali, der Picasso, aber bei Dali auch, der so viele Bildlichkeit entstehen lässt, da irgendwie ein Giraffe brennt und so unglaubliche, surrealistische Bilder. Das hat mich neugierig gemacht, und das hat mich wahrscheinlich auch zur Kunst geführt. Und das ist für mich, wenn ich irgendwo in eine Ausstellung gehe und ich Kunst sehe. Es ist nicht Dekoration, sondern für mich ist Kunst etwas Wichtiges, was neugierig. Es soll auch neu sein. Es sollte innovativ sein. Für mich war es natürlich schön. Ich konnte als Künstler durch die ganze Art Basel laufen, aber wenn du das 3-4 Mal gemacht hast, dann wird es langweilig. Also ich wollte da sprudeln und ich wollte etwas Neues kreieren. Und für mich war damals als Bildhauer ganz klar, wenn ich nichts Neues finde, bleibe ich beim Job und werde nur Bildhauer bleiben. Für mich war es ganz enorm wichtig, dass diese Neugier sozusagen befriedigt ist. Und mit Fusionismus, mit meiner Kunstrichtung,
kann ich sie gar nicht befriedigen. Weil so viele Fusionen aus verschiedenen Perspektiven kann ich in meinem Leben ja gar nicht alle spielen. Wenn ich nur ein Beispiel nehme mit einem Herz aus einer Perspektive, ich kann 1000 Millionen andere wichtige Bilder mit diesem Herz fusionieren. Darum wird meine Neugier für Kunst zu machen, fusionistische Kunst zu machen, die wird eigentlich in meinem Leben nicht mehr gestillt. Ich sehe eine interessante Entwicklung, die man vielleicht so beschreiben könnte, dass er nicht nur sich mit Reliefs befasst im klassischen Sinne, dass er nicht nur Bilder mit Reliefs verbindet, sondern dass er Bilder als Reliefs erzeugt, dass er mehrere Schichten baut, mehrere Schichten übereinander legt, mit unterschiedlichen Farbtönen, mit unterschiedlichen Lichteinflüssen arbeitet und dadurch eine völlig andere Konzeption von Fusionismus nochmal entsteht, die nicht nur heißt, ich habe das gebaute Stück hier, sondern er erzeugt sozusagen die Fusion selber. Er ist ein Fusionist, also nicht nur einer, der etwas zusammenstellt und sagt, das ist eine Fusion, sondern er baut für sich sozusagen schrittweise etwas auf, was sich dann doch wieder von dem früheren Konzept von Fusionismus unterscheidet, weil da eine sehr strikte Planung vorgelegt werden musste. Also wenn er die Reliefs gebaut hat und den Fusionsfaktor. Und jetzt ist es eher, man könnte schon fast sagen, eine zufällige Fusion, die durch Farbverlaufen, durch Übereinanderschichten und so weiter entsteht. Das finde ich hochinteressant. Er ist ein forschender Künstler, ein experimentierender, ein testender, ein Laborkünstler. Also für ihn ist, so wie ich es wahrnehme, sein Studio, der Arbeitsraum, so, dann doch eher ein Labor. Es ist keine Werkstatt im klassischen Sinne, wo gehämmert und gezimmert wird, sondern dass er planerisch an etwas herangeht, aber sich dennoch auch ständig überraschen lässt und vielleicht auch von sich selber überrascht ist, was daraus wird. Also er ist für mich ein forschender Künstler. Viele Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich heute hochkomplexe Skulpturalität machen kann. Das heißt, früher waren es eher Reliefbilder, wo ich mit dem Relief verschiedene Perspektiven, Inhalte reinkriegen konnte, die man denkt, die passen gar nicht zusammen. Heute ist es noch viel intensiver. Heute ist es praktisch zur Skulpturalität gekommen, dass ein Kunstwerk mit einem kleinen Schritt komplett mutieren kann, komplett ein neues Objekt ergeben kann, wo das menschliche Gehirn im ersten Moment denkt, das ist gar nicht möglich. Wie, ich mache einen Schritt, dann entsteht aus Baum auf einmal eine Flasche Wein und umgekehrt. Das ist für mich diese Neugier zu stillen. Und das ist, glaube ich, ist eine andere Geschwindigkeit des Sehens und des Entwerfens. Sehen ist Entwerfen. Und wenn man auf einmal einen Schritt macht und es passiert eine große Überraschung, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Weil dann fängt an, das Gehirn des Betrachters an zu fragen, wie ist das möglich? Dann kitzle ich eigentlich die Neugier raus beim Betrachter. Und das sind die Erfahrungen über all die Jahre, die ich halt gesammelt habe und wo ich heute eigentlich spielerisch spielen kann, wie in einem Fußballspiel.